staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule in Donauwörth. Uns gibt es bereits seit mehr als 50 Jahren. Während die Berufsoberschule von Schülerinnen und Schülern mit einem mittleren Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung besucht wird, geht man auf die Fachoberschule direkt nach der mittleren Reife. Beide Schularten führen zum Fachabitur. An der FOS nach 2 Jahren oder auch nach 3 Jahren zum fachgebundenen bzw. allgemeinen Abitur. Hans Leipelt, dessen Namen unsere Schule trägt, war ein Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Er wurde 1944 in Donauwörth zum Tode verurteilt und im Januar 1945 hingerichtet. Als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und in der Tradition Hans Leipelts fühlen wir uns den Werten Menschlichkeit, Toleranz, Mut und Verantwortung verpflichtet. Diese sollen unser gesamtes Schulleben prägen. Die Hans-Leipelt-Schule bietet euch an der FOS 4 verschiedene Ausbildungsrichtungen an. Technik, Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung sowie die Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft. In jeder Ausbildungsrichtung habt ihr an der FOS oder BOS die gleichen sogenannten allgemeinbildenden Fächer, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Mathematik. Daneben hat jede Ausbildungsrichtung ihre speziellen Profilfächer, zum Beispiel Physik in der Technik, Pädagogik und Psychologie im Sozialwesen, Betriebswirtschaftslehre im Wirtschaftszweig. Eine Besonderheit der Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft ist, dass ihr hier neben Englisch noch eine zweite Fremdsprache erlernt. An der FOS in Donauwörth ist dies Spanisch. Eine Besonderheit der Fachoberschule ist, dass die Schülerinnen und Schüler in der 11. Jahrgangsstufe ein umfangreiches Praktikum in 2 verschiedenen Betrieben oder Einrichtungen absolvieren. Dieses Praktikum erstreckt sich über das gesamte Schuljahr. In einem 2-Wochen-Rhythmus wechseln sich die Zeiten des schulischen Unterrichts mit den Zeiten an der Praktikumsstelle ab. Die Praktikumstellen muss man sich nicht selbst suchen, sondern sie werden von der Schule zugewiesen. Natürlich können dabei auch Wünsche geäußert werden. Die FOS in Donauwörth hat aufgrund ihres über 50-jährigen Bestehens beste Kontakte zu zahlreichen Unternehmen und Einrichtungen, in denen unsere Schülerinnen und Schüler seit vielen Jahren schon attraktive und bereichernde Praktika leisten. Und zu guter Letzt, natürlich ist die Hans-Leipelt-Schule nicht nur ein Ort des Lehrens und Lernens. Vielmehr versuchen wir auch durch zahlreiche Initiativen, Wahlfächer, Wettbewerbe, Vorträge, Exkursionen etc. die Schule zu einem Ort zu machen, an dem man sich in unterschiedlicher Weise engagieren und sich mit seinen Interessen einbringen kann und dabei Freunde und Gleichgesinnte kennenlernt. Kurzum, wir versuchen mit unserem vielfältigen Schulleben die Schule zu einem Ort zu machen, an dem sich junge Menschen wohlfühlen. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet über die FOS oder BOS, werft einfach einen Blick auf unsere Website unter www.fosbos-donauwörth.de.